Willkommen zu unserer dritten Sitzung in der Vorlesung Biologische Psychologie. Mein Name ist Julian Keil und heute beschäftigen wir uns damit, wie wir Informationen entlang einer Nervenzelle transportieren können. In der letzten Sitzung haben wir uns mit den Bausteinen unseres Nervensystems beschäftigt. Da haben wir uns angeschaut, wie ist eigentlich so ein Neuron aufgebaut, welche Organellen finden wir in so einem Neuron und was finden wir außer Neuronen noch in unserem Nervensystem, hier eben das Stichwort Gliazellen. Heute wollen wir uns eben die Informationsübertragung in der Zelle anschauen, also uns anschauen, wie wird entlang von unseren Bausteinen einer Nervenzelle, also Dendrit, Zellkörper und Axon, Informationen in so einer Nervenzelle transportiert. Hier ganz wichtig sind eben die Stichwörter Ionen und Proteine, also hier die geladenen Teilchen, dann Kanäle und Pumpen, also die Mechanismen, mit denen wir eben diese Ionen und Proteine durch die Zellmembran transportieren. Und zu guter Letzt unser Aktionspotenzial, also die Veränderung der elektrischen Spannung entlang der Nervenzelle, die dann Information kodiert, Information transportiert. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück und schauen uns an den wichtigsten Baustein an der Zelle, die relevant ist für diese Informationsübertragung entlang der Nervenzelle. Das ist unsere Zellmembran. Die Zellmembran, die haben wir letzte Woche schon kennengelernt. Das ist eine semipermeable, also teildurchlässige Schicht aus Phospholipiden, so eine Doppelschicht aus Phospholipiden, die eben unterschiedliche Eigenschaften haben, eben hydrophob oder hydrophil sind. Diese Zellmembran, die teilt nun das Äußere und das Innere der Zelle. Und es teilt hier, dadurch, dass sie semipermeabel ist, auch unterschiedliche Stoffe, also unterschiedliche geladene Teilchen hier im Inneren und Äußeren der Zellmembran. So haben wir im Äußeren der Zellmembran einen Überschuss von positiv geladenen Teilchen, im Inneren der Zellmembran, also innen in der Zelle, einen Überschuss von negativ geladenen Teilchen. Sie können sich das ein bisschen vorstellen, dass wir entlang der Zellmembran, an der äußeren Zellmembran, sehr viele positiv geladene Teilchen haben. Entlang der Zellmembran, an der Innenseite der Zelle, haben wir sehr viele negativ geladene Teilchen. In sich ist das Potenzial, also die Ladung im Inneren der Zelle, im Äußeren der Zelle neutral, aber in der Differenz zwischen Äußerem und Innerem der Zelle finden wir eine Potentialdifferenz, das sogenannte Ruhemembranpotenzial. Dieses Ruhemembranpotenzial, das liegt so im Bereich von minus 70, minus 80, minus 90 Mikrovolt. Die genaue Zahl, die ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist hierbei, es ist eine negative Potentialdifferenz. Diese negative Potentialdifferenz, die können wir messen mit sogenannten Mikroelektroden. Diese Mikroelektroden, das sind haarfeine Nadeln, haarfeine Glasnadeln. Und diese haarfeinen Glasnadeln, die können wir in so einen Zellkörper reinstechen. Und dann messen wir quasi die Spannungsdifferenz zwischen dem Inneren und dem Äußeren der Nervenzelle. Also ganz ähnlich, wie Sie beispielsweise, wenn Sie an eine Draht hinhängen und dann die Spannung an eine Batterie messen, können wir auch die Spannung an so einer Nervenzelle messen, einfach in dieser Potentialdifferenz zwischen dem Inneren und dem Äußeren der Zelle. Wir sehen wiederum eben im Äußeren der Zelle haben wir eine positive Ladung, im Inneren der Zelle eine negative Ladung. Das ergibt eben diese Spannungsdifferenz von minus 70 Mikro. Jetzt habe ich ganz viel über geladene Teilchen gesprochen. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, was sind eigentlich diese geladenen Teilchen? Geladene Teilchen, das sind die sogenannten Ionen. Und Ionen, das sind nichts anderes als im Grunde als Salze. Sie kennen das vermutlich, wenn Sie in Kiel in die Förde springen, da haben wir ja auch Salzwasser. Dieses Salzwasser besteht im Grunde aus Natrium und Chlorid. Natriumchlorid, Kochsalz, das ist im Grunde dieses Salzwasser, das wir auch in unserem Körper vorfinden. Wir haben in unserem Körper positiv geladene Teilchen, positive Ionen und negativ geladene Teilchen.
Zu den positiv geladenen Ionen, das sind die sogenannten Kationen, zählen Kalium, Natrium und Calcium. Diese Abkürzungen K, Na und Ca, die sollten Sie sich merken, die kommen jetzt im weiteren Verlauf dieser Vorlesung immer wieder vor. Das Plus dahinter, das kleine Plus, deutet an, ist es ein positiv oder ein negativ geladenes Teilchen. Und dieses 2 plus bei Calcium zeigt an, dass es ein zweifach positiv geladenes Teilchen ist. Negativ geladene Ionen, die sogenannten Anionen, da haben wir vor allem hier unser Chlor Cl-. Und wir haben eine ganze Reihe von Proteinen, die ebenfalls eine negative Ladung aufweisen, die hier mit A-, also für negativ geladene Anionen bezeichnet werden. Und jetzt wissen Sie es vielleicht noch aus dem Physik- oder Chemieunterricht, dass sich unterschiedlich geladene Teilchen abstoßen und anziehen. Wir haben hier sogenannte elektrostatische Kräfte. Diese elektrostatischen Kräfte beschreiben, wie sich eben positiv und negativ geladene Teilchen an- und abstoßen. Also gleich geladene Teilchen stoßen sich ab, also zwei positiv geladene Teilchen stoßen sich ab, zwei negativ geladene Teilchen stoßen sich ab, aber ein positives und ein negativ geladenes Teilchen, die ziehen sich gegenseitig an. Neben diesen elektrostatischen Kräften bewirken auch molekulare Kräfte, dass sich diese Ionen in einer Flüssigkeit bewegen. Das kennen Sie vielleicht noch aus dem Chemieunterricht und Physikunterricht. Diese sogenannte Brownsche Molekularbewegung spielte eine Rolle. Also die Eigenaktivität von geladenen Teilchen, die unter anderem ja mit Druck und Temperatur abhängt. Diese Ionen, also diese geladenen Teilchen, die finden wir im Inneren und im Äußeren der Zelle in unterschiedlichen Konzentrationen. Und aus diesen unterschiedlichen Konzentrationen errechnet sich dann diese Membranpotentialdifferenz. Ich habe Ihnen hier mal eine Tabelle mitgebracht, die finden Sie, glaube ich, auch so im Chandri, genauso wie Sie diese Abbildung im Chandri finden, die Ihnen so ganz kurz auflistet, wo wir welche Teilchen vornehmlich haben. Da sehen wir im Inneren der Zelle, hier in Gelb eingezeichnet, da finden wir vor allem positiv geladenes Kalium, negativ geladene Anionen, ein wenig Natrium und ein wenig Chlor. Auf der anderen Seite, außerhalb der Zelle, hier in Blau eingezeichnet, da finden wir eben sehr viel negativ geladenes Chlor, sehr viel positiv geladenes Natrium und sehr wenig positiv geladenes Kalium. Und jetzt können Sie sich vielleicht denken, Moment mal, das sieht jetzt aber so aus, als wäre Kalium, das ist ja positiv geladen, das ist ja überall. Warum ist denn nicht diese Potentialdifferenz? Warum gibt es denn überhaupt diese Potentialdifferenz? Also warum ist nicht überall dieses, warum haben wir nicht überall eine positive Ladung? Und das liegt daran, dass diese Teilchen eben in tatsächlich de facto in einer unterschiedlichen Konzentration im Inneren und im Äußeren der Zelle vorliegen und auch unterschiedlich starke Ladungen haben. Also beispielsweise, wir haben im Inneren der Zelle 20 mal mehr Kalium als im Äußeren der Zelle, was dann für rein für Kalium betrachtet eine negative Potentialdifferenz zwischen dem Inneren und dem Äußeren der Zelle beschreibt, wenn wir nur das Kalium anschauen. Genauso haben wir beispielsweise im Inneren der Zelle etwa 31 mal mehr negativ geladene Anionen, was dann eben auch wieder in der Differenz eine negative Ladung ergibt. Und so können wir eben aus der unterschiedlichen Konzentration von Ionen im Inneren und der äußeren Zelle dieses Membranpotenzial, diese unterschiedliche, diese Spannungsdifferenz, diese unterschiedliche Ladung hier errechnen. Schauen wir uns mal an, welchen Einfluss eigentlich diese unterschiedlichen Kräfte jetzt hier auf die Wanderung von Ionen durch die Zellmembran haben. Das Erste, was wir uns dabei anschauen, sind die elektrischen Kräfte, die elektrostatischen Kräfte, also die Kräfte, die hier positiv und negativ geladene Teilchen aufeinander haben, die dazu führen, dass positiv und negativ geladene Teilchen sich gegenseitig anziehen oder abstoßen. Wir haben im Ruhezustand
ein negatives Ruhemembranpotenzial. Das heißt, wir haben im Inneren der Zelle eine relative negative Ladung, im Äußeren der Zelle eine relativ positive oder neutrale Ladung. Das heißt, im Inneren der Zelle haben wir eine negative Ladung, wir haben aber gleichzeitig ein positiv geladenes Kaliumion. Jetzt haben wir eine negative Ladung und ein positives Ion. Das positive Ion wird also jetzt in dieser negativen Ladung gehalten. Das Kalium wird also weiter ins Innere der Zelle gezogen. Andersrum haben wir hier eine negative Spannung und negativ geladene Anionen. Die würden also eigentlich aufgrund der elektrostatischen Kräfte aus der Zelle heraus gedrückt werden. Aber unsere Zellmembran ist nicht durchlässig für diese Proteine. Diese negativ geladenen Anionen, das sind ja negativ geladene Proteine, also sehr große Gebilde, sehr lange Aminosäureketten, und die können nicht durch unsere Zellmembran hindurchdringen. Im Äußeren der Zelle wiederum, da haben wir ein negativ geladenes Chlorid. Das würde tatsächlich von Äußeren der Zelle ins Innere der Zelle, wird quasi von dem negativ geladenen Inneren der Zelle abgestoßen, quasi aus dem Inneren der Zelle nach außen transportiert. Andersrum, das positiv geladene Natrium, das würde eben von der positiven Ladung im Äußeren der Zelle ins Negative im Inneren der Zelle reintransportiert. Das ist tatsächlich ein aktiver, ein passiver Weg, wie hier dieses Natrium vom Äußeren der Zelle ins Innere der Zelle transportiert wird. Und dieses Natrium muss dann wirklich tatsächlich aktiv aus dem Inneren der Zelle wieder nach außen transportiert werden. Da kommen wir gleich dazu. Da spielt die sogenannte Natrium-Kalium-Pumpe eine ganz große Rolle bei diesem Transportprozess von Natrium dann wieder nach außen. Ein ganz zentraler Begriff hier bei dieser Wanderung von Ionen durch die Zellmembran ist die Permeabilität, also die Durchlässigkeit von Ionen, also Durchlässigkeit der Zellmembran für ganz bestimmte Teilchen, für ganz bestimmte Ionen. Hier eben vor allem relevant für die Diffusion, also für die Wanderung von Teilchen durch diese semipermeable Membran hindurch. Ich hatte es gerade eben schon gesagt, die relativ großen Proteine, die können nicht durch diese Membran hindurchkommen. Für andere Teilchen haben wir eben Öffnungen, die sogenannten Ionenkanäle, durch die hier Stoffe hindurchwandern können. Und hier kommen jetzt eben nicht nur die elektrostatischen Kräfte ins Spiel, sondern auch die Konzentrationsgradienten. Also wie viel von einem ganz bestimmten Ion, von einem ganz bestimmten Stoff, habe ich im Inneren und im Äußeren der Zelle. Hier diese unterschiedlichen Konzentrationen von Stoffen führen dazu, dass sich eigentlich diese Stoffe gleichmäßig im Inneren und im Äußeren der Zelle ausbreiten würden. Also die relativ höhere Konzentration von Kalium im Inneren der Zelle würde dazu führen, dass dieses Kalium aus dem Inneren der Zelle nach außen transportiert wird. Also hier sollte dieses viele Kalium im Inneren der Zelle dazu führen, dass das Kalium aus dem Inneren der Zelle nach draußen gedrückt wird. Gleichzeitig haben wir eben diese elektrostatischen Kräfte, die dem Ganzen entgegenwirken, die also hier das Kalium im Inneren der Zelle halten. Wir haben also ein Zusammenspiel zwischen zwei gegenläufigen Prozessen, nämlich einmal dem Konzentrationsgradienten, der dazu führt, dass das Kalium vom Inneren nach außen rausgedrückt wird, und unseren elektrostatischen Kräften, die dazu führen, dass das positiv geladene Kalium im Inneren der Zelle, im negativen Bereich bleibt. Diese beiden Kräfte, die wirken also hier gegeneinander. Und dieses Zusammenspiel von diesen beiden Kräften, das können wir nicht nur so theoretisch auf so einem Schaubild beschreiben, sondern wir können das auch berechnen. Und für die Berechnung von diesen unterschiedlichen Kräften gibt es zwei Gleichungen, die Nernst-Gleichung und die Goldman-Gleichung. Das sind zwei Gleichungen, die beschreiben, wie Diffusions- und elektrostatische Kräfte zusammenarbeiten.
beschreiben also genau diesen heraus- und hereinziehenden Prozess hier von unterschiedlichen geladenen Teilchen. Schauen wir uns mal zuerst die Nernst-Gleichung an. Die beschreibt eben das Zusammenspiel zwischen Diffusions- und elektrischen Kräften, beschreibt also das Gleichgewichtspotenzial EG. Dieses Gleichgewichtspotenzial wiederum, das ist genau diese Beschreibung, wie müsste die Potentialdifferenz sein, damit dieses Ion, also dieses geladene Teilchen, nicht wandert. Wir beschreiben also hier für jedes Ion, bei welcher Potentialdifferenz wandert dieses Teilchen gerade nicht, also wie gleichen sich hier diese beiden Kräfte, also die Diffusions- und die elektrostatischen Kräfte aus. Für diese Gleichung brauchen wir ein paar Zutaten. Wir brauchen zuerst mal die allgemeine Gaskonstante, die absolute Temperatur in Kelvin, die Ladungswertigkeit unseres Ions, also plus, minus, 2 plus, 2 minus, genau diese Ladungswertigkeit und die sogenannte Faraday-Konstante. Und dann brauchen wir noch den natürlichen Logarithmus. Das ist der quasi den Zehner-Logarithmus, das ist der natürliche Logarithmus mal etwa 2,3. Und wenn wir all diese Zutaten zusammenpacken, dann kommen wir eben auf unsere Gleichung R mal T durch Z mal F mal eben den Zehner-Logarithmus der Differenz zwischen der äußeren und der inneren Konzentration. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf unsere Tabelle, die ich Ihnen ja vorher gezeigt habe, und können hier jetzt genau diese ganzen Werte einsetzen, um dann hier auf diese, auf dieses Gleichgewichtspotenzial zu kommen. Machen wir das also mal für Kalium, dann können wir uns eben anschauen, in welchem Verhältnis haben wir Kalium im Inneren und im Äußeren der Zelle vorhanden. Das ist hier bei Kalium eben das Verhältnis 1 zu 20 zwischen Äußeren und Innerem der Zelle. Diese R mal T durch Z mal F Gleichung, die können wir schön zusammenfassen in einen Wert, nämlich 61,54 Mikrovolt. Also hier kombinieren wir hier diese unterschiedlichen physikalischen Maße zu so einem elektrostatischen Potenzial. Das ist quasi einmal, das ist so eine Konstante. Und dann nehmen wir eben hier den natürlichen, diesen Zehner-Logarithmus von 1 durch 20 und kommen hier am Ende bei minus 80 Mikrovolt heraus. Das ist hier das Gleichgewichtspotenzial für Kalium, also bei einer elektrostatischen Potentialdifferenz von minus 80 Mikrovolt zwischen dem Inneren und dem Äußeren der Zelle bewegt sich unser Kalium hier nicht. Sobald wir uns von dieser Potentialdifferenz wegbewegen, bewegt sich das Kalium beispielsweise vom Inneren ins Äußeren der Zelle. Diese ganze Gleichung, die gilt in dieser Formulierung bei Zimmertemperatur, also bei Körper, bei Raumtemperatur, so im Bereich zwischen 20 und 40 Grad. Hier eben beispielsweise 37 Grad Celsius, unsere Körpertemperatur, das wären 310,15 Grad Kelvin. Die zweite Gleichung, die wir uns anschauen können, das ist die Goldman-Gleichung, die beschreibt eben das Zusammenspiel aus Permeabilität, also Durchlässigkeit und der Konzentration eines Stoffes. Hier ist die zentrale Aussage, das Ruhemembranpotenzial, also das Membranpotenzial, also nicht wie wir es gerade eben hatten, das Gleichgewichtspotenzial, sondern das Membranpotenzial. Hier fragen wir also, wie groß ist die Potentialdifferenz zwischen dem Inneren und dem Äußeren der Zelle in Abhängigkeit unserer vorhandenen Ionen? Also, bei der Nernst-Gleichung haben wir uns gefragt, bei welcher Potentialdifferenz bewegt sich ein Ion nicht? Hier bei dieser Goldman-Gleichung berechnen wir jetzt diese Potentialdifferenz zwischen dem Inneren und dem Äußeren der Zelle basierend auf unseren Ionen. Diese Formel, da finden wir auch wieder unser R mal T durch Z mal F. Kennen wir jetzt schon. Und das multiplizieren wir mit der Permeabilität für Kalium und Natrium und all diese Ionen, die wir eben in unserer Zelle zusammenhängen. Da kommen wir jetzt zu einer ganz langen Formel, wo wir dann eben uns die Permeabilität multiplizieren mit eben der
mit der Konzentration von unseren Ionen im Äußeren und Inneren der Zelle. Also beispielsweise K-out ist die Konzentration von Kalium im Äußeren der Zelle. Groß P ist hier die Permeabilität. Wir schauen uns das auch wieder eben bei 37 Grad Celsius, also bei Körpertemperatur an. Dann kommen wir eben bei diesem Term R mal T durch Z mal F auf unsere schon bekannten 61,54 Mikrovolt. Nehmen auch hier wieder unseren 10er-Logarithmus und setzen hier einfach auch die Zahlen aus unserer Tabelle ein. Und hier ist jetzt eben ganz wichtig, wie ist die Permeabilität unserer Zellmembran für unterschiedliche Stoffe. Und die ist beispielsweise höher für Kalium als für Natrium. Also Kalium kann leichter durch unsere Zellmembran hindurchwandern als Natrium. Sprich, wir müssen hier unterschiedliche Faktoren einsetzen. Und wenn wir diese ganzen unterschiedlichen Faktoren einsetzen, dann können wir daraus eben unser Ruhemembranpotenzial errechnen, dass wir hier bei unseren minus 65 Mikrovolt eben bekommen. Diese Formeln, die müssen Sie nicht auswendig kennen, die müssen Sie auch nicht unbedingt lernen, aber ich wollte sie Ihnen einmal kurz vorstellen, denn diese Formeln sind tatsächlich ganz wichtig in der Forschung, denn aufgrund von diesen Formeln können wir berechnen, welchen Einfluss ganz bestimmte Veränderungen in der Ionenkonzentration auf beispielsweise das Membranpotenzial haben. Oder wir können ableiten aus Veränderungen am Membranpotenzial, welche Ionen spielen hier beispielsweise eine Rolle. Also wenn wir uns beispielsweise anschauen, wir finden an einer Nervenzelle eine Veränderung im Membranpotenzial, dann können wir uns anhand von diesen Gleichungen überlegen, welche Ionen denn hier tatsächlich an dieser Veränderung des Membranpotenzials beteiligt sind. Jetzt haben wir uns ganz viel angeschaut, dass hier scheinbar irgendwelche Ionen durch unsere Zellmembran hindurchwandern, aber diese Zellmembran, die ist ja semipermeabel, also die ist ja eigentlich nicht wirklich durchlässig für diese ganzen Ionen. Und für diesen Transport von Ionen, von geladenen Teilchen durch die Zellmembran haben wir unterschiedliche Transportmechanismen. Da haben wir zum einen passive, aber auch aktive Transportmechanismen und die wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Wir fangen an mit den passiven Transportmechanismen. Der passive Ionentransport, der erfolgt durch unsere Ionenkanäle. Ionenkanäle, die haben wir schon kennengelernt. Sie erinnern sich, wir haben Proteine, das sind diese langen Aminosäureketten, die falten wir in einer dreidimensionalen Form und dann fassen wir vier von diesen dreidimensional gefalteten Proteinen zusammen zu so einer ringförmigen Struktur. Und diese ringförmige Struktur, das ist dann so ein Ionenkanal. Und durch diesen Ionenkanal, da können eben unsere Ionen hindurchwandern. Und diese Wanderung durch den Ionenkanal, die ist nicht energieaufwendig, sondern die basiert rein auf eben dem Zusammenspiel aus Konzentrationsgradienten und elektrischen Feldkräften, also diesen elektrostatischen Kräften, also genau diesen beiden Aspekten, die wir gerade besprochen haben. Wir haben abgesehen von den Ionenkanälen, haben wir auch noch sogenannte Carrier-Moleküle. Diese Carrier-Moleküle, die transportieren auch Ionen durch unsere Zellmembran, also vom Äußeren ins Innere der Zelle. Das sind auch wiederum dreidimensional gefaltete Proteine. Hier kommt es aber zu einer Strukturveränderung in diesem Protein, das dann eben hier unser Ion von außen nimmt, sich umfaltet und dadurch ins Innere der Zelle transportieren. Diese passive Veränderung am Membranpotenzial aufgrund von einer Wanderung von Ionen durch diese Ionenkanäle können wir beispielsweise mit der Patch-Clamp-Methode messen. Ich hatte es ja vorhin schon erzählt, wenn wir diese Membranpotenzialdifferenz messen wollen, dann können wir eine Elektrode einfach direkt ins Innere der Zellmembran hineinstechen und diese Potentialdifferenz messen. Eine Patch-Clamp ist im Grunde auch so eine ganz haarfeine Glaskanüle, also ganz ähnlich wie diese Elektroden. Die ist aber in der Mitte hohl, also quasi wie so eine Spritze, aber eben sehr, sehr fein. Und diese feine Spritze, die können wir auf eine Zellmembran aufsetzen und dann einen Unterdruck erzeugen. Dadurch wird diese Zellmembran ins Innere
von dieser Kanäle hineingesogen. Und jetzt können wir dann eben an diesem kleinen isolierten Bereich von unserer Zellmembran testen, was passiert, wenn ich jetzt hier beispielsweise meine Ionenkonzentration erhöhe. Also ich kann dann in diese Spritze eine Flüssigkeit füllen mit einer relativ hohen Ionenkonzentration und kann dadurch eben mit diesen elektrostatischen und Konzentrationsgradienten kann ich dann ein bisschen herumspielen, kann die verändern und mir dann anschauen, welche Ionen wandern denn hier tatsächlich. Und genauso kann ich hier beispielsweise auch ganz bestimmte Neurotransmitter, also Botenstoffe einbringen, die dann beispielsweise die Öffnung oder Schließung von solchen Ionenkanälen bewirken. Wenn ich jetzt hier also mir so einen Ionenkanal mal genauer anschaue, was passiert dann also? Der ist im Grundzustand beispielsweise geschlossen. Also wir haben manche Ionenkanäle, die sind in der Regel geschlossen. Und wenn der dann aufgeht, dann können hier Ionen wandern. Und wenn ich dann eben zu diesem Zeitpunkt eben die Potentialdifferenz zwischen dem Inneren und dem Äußeren der Zelle messe, dann sehe ich, sobald sich hier Ionen bewegen, verändert sich hier mein Current, also meine Potentialdifferenz, mein Stromfluss zwischen dem Inneren und dem Äußeren der Zelle. Hier kommt es also zu einer Veränderung in diesem Membranpotential. Und dieses hört dann wieder auf, wenn unser Kanal wieder zugeht. Wir können uns so einen Ionenkanal jetzt auch mal genauer angucken. Ich habe Ihnen hier mal ein Bild mitgebracht, das ist eine Raster-Elektronenmikroskopaufnahme, also eine hochauflösende mikroskopische Aufnahme von der Zelloberfläche. Und da sehen wir eben in dieser Zellmembran solche kleinen viereckigen Gebilde. Und diese kleinen viereckigen Gebilde mit diesem schwarzen Punkt in der Mitte, das sind tatsächlich unsere Ionenkanäle. Also das ist eben dieser Zusammenschluss aus vier dreidimensional gefalteten Proteinen, die diese Öffnungen, diese Kanäle hier in der Zellmembran darstellen. Hier eben noch quasi diese anderen Darstellungen, die zeigen Ihnen, wie eben diese dreidimensionale Faltung von diesen Proteinen ausschaut, wie sich das bildlich vorstellen können. Und eben, wie erwähnt, es gibt eben Ionenkanäle, die sind in der Regel zu und dann kann es eben zu einer Strukturveränderung in diesen Proteinen kommen, dann gehen die Ionenkanäle auf und Ionen können hier passieren. Unsere Ionenkanäle, die bestehen also aus mehreren Proteinen, sind also ein Zusammenschluss aus mehreren dreidimensional gefalteten Proteinen. Und diese Proteine, die haben wiederum ganz bestimmte Eigenschaften. Die sind beispielsweise auch elektrisch geladen, die haben eine ganz bestimmte Ladung. Und das heißt, dass je nachdem, welche Proteine an so einem Ionenkanal beteiligt sind, auch nur ganz bestimmte Ionen hier durchwandern können. Also manche Ionen sind beispielsweise, werden beispielsweise von diesem Ionenkanal abgestoßen, können also aufgrund der Ladung des Ionenkanals hier nicht durch den Ionenkanal wandern. Das heißt, diese Ionenkanäle können also selektiv sein. Die können also durchlässig für eine ganz bestimmte Klasse von Ionen sein. Die sind also spezifisch für ein Ion, sind also ladungsabhängig. Das heißt, wir haben für jedes von unseren Ionen unterschiedliche Kanäle. Wir haben also Natriumkanäle, wir haben Kaliumkanäle, wir haben Chloridkanäle, Calciumkanäle und ganz unterschiedliche Kanäle für unsere unterschiedlichen Ionen. Diese Selektivität, die ist dabei nicht absolut, sondern das ist immer so eine Präferenz für ein ganz bestimmtes Ion. Diese Ionenkanäle, die sind auch nicht immer in der gleichen Anzahl vorhanden, sondern die werden in die Zellmembran ein- und ausgebaut, je nachdem, wie viele ich davon gerade brauche. Also die sind auch nicht überall an der Zelle gleich verteilt, sondern die haben an unterschiedlichen Bereichen der Zelle haben wir mehr oder weniger von diesen Ionenkanälen. Und diese Ionenkanäle, die können in unterschiedlichen Zuständen vorliegen. Die können beispielsweise entweder offen oder geschlossen oder aktivierbar oder gerade nicht aktivierbar sein. Das heißt, diese Öffnung und Schließung, die hängt beispielsweise mit Veränderungen in der Konformität, also der Struktur, der dreidimensionalen Struktur von diesen Proteinen zusammen. Beispielsweise eben geschlossen oder offen oder die Struktur kann sich verändern oder wir haben hier ein weiteres
ein weiteres Molekül, ein Partikel, der hier die Öffnung von diesem Ionenkanal blockiert. Beispielsweise Magnesium kann so einen Ionenkanal blockieren und dieses Magnesium müssen wir erst entfernen, dass dieser Ionenkanal durchlässig wird. Diese Öffnung, also dass ein geschlossener Ionenkanal aufgeht, die hängt von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Wir haben im Grunde, grob gesprochen, vier unterschiedliche Mechanismen, mit denen ich so einen Ionenkanal steuern kann. Das erste sind ligandengesteuerte Ionenkanäle. Liganden, das sind Übertragungsstoffe, also zum Beispiel Neurotransmitter oder Neuromodulatoren. Neurotransmitter, das haben wir ja schon kurz kennengelernt, das sind diese Proteine, die aus der Synapse ausgeschüttet werden und dann irgendwie an die Postsynapse, an die Rezeptoren binden. Wir haben ja so also Übertragungsstoffe, diese Liganden, die binden an eine ganz bestimmte Bindungsstelle, an einen Ionenkanal und führen dann dazu, dass sich diese Struktur von diesem Ionenkanal verändert und hier ein Ion wandern kann. Wenn ein Ligand, also ein Übertragungsstoff, eine öffnende Wirkung hat, also eine aktivierende Wirkung, dann sprechen wir von Agonisten, also bewirkt eine Öffnung. Wenn ein Stoff eine Schließung, also eine inaktivierende Wirkung hat, dann sprechen wir von Antagonisten. Die zweite Möglichkeit, wie wir die Öffnung von so einem Ionenkanal beeinflussen können, ist über die Phosphorylierung eines Ionenkanals, also die Bindung von Phosphor an dieses Protein. Wir haben eben auch wieder zwei Möglichkeiten, die Phosphorylierung oder die Dephosphorylierung, also die Bindung oder die Entfernung von Phosphor von oder an unsere Proteine, die dann eben auch tatsächlich zu so einer Strukturveränderung in unserem Ionenkanal führen. Phosphor, ganz zentral hier, wir haben ja schon Adenosintriphosphat kennengelernt. Adenosintriphosphat kann beispielsweise, also das ATP, kann beispielsweise Phosphor an so einen Ionenkanal abgeben und dadurch eine Öffnung oder eine Schließung von so einem Ionenkanal bewirken. Der dritte Mechanismus, den wir auch ganz am Ende beim Aktionspotenzial kennenlernen, ist die sogenannte spannungsabhängige Öffnung oder Schließung von Ionenkanälen. Also diese dreidimensional gefalteten Proteine, die haben je nach Spannung der Membranpotential eine andere Konfiguration. Wenn sich jetzt dieses Membranpotential verändert, dann verändert sich auch die Struktur in diesem dreidimensional gefalteten Protein und unser Ionenkanal geht entweder auf oder zu. Beispielsweise Natrium wandert sehr stark, sehr viel durch spannungsabhängige Natriumkanäle. Genauso Calcium. Also Calcium, für den Calciumtransport sind eben spannungsabhängige Calciumkanäle ganz zentral. Die sind normalerweise geschlossen. Erst dann, wenn sich das Membranpotential verändert, gehen diese Kanäle auf und Ionen können hier wandern. Und zu guter Letzt haben wir auch mechanische Ionenkanäle. Also da haben wir tatsächlich dann hier das Zytoskelett. Also Sie erinnern sich, diese Mikrotubuli, diese Proteinfäden, die binden an so einen Ionenkanal. Und wenn ich dann hier an diesem Zytoskelett, also an diesen Mikrotubuli ziehe, dann geht auch mein Ionenkanal auf. Das werden wir beispielsweise kennenlernen, wenn wir uns über unsere taktile Wahrnehmung, also unseren Tastsinn oder unsere auditive Wahrnehmung, unseren Hörsinn unterhalten. Da in diesem Sinnesystem, da finden wir eben an den Rezeptoren ganz viele von solchen mechanosensiblen Ionenkanälen, die auf eine Strukturveränderung an der Zellmembran reagieren und dann eben auf- oder zugehen. Schauen wir uns nochmal diese unterschiedlichen Mechanismen genau an. Fangen wir nochmal an bei unseren ligandenabhängigen Kanälen. Ligandenabhängige Kanäle, ich hatte schon gesagt, das sind Ionenkanäle, die gehen entweder auf oder zu, verändern also ihre Struktur in Abhängigkeit von Liganden, also Übertragungsstoffen von beispielsweise Neurotransmittern. Da haben wir eben beispielsweise endogene Neurotransmitter oder exogene, also endogene Neurotransmitter oder Übertragungsstoffe, Dinge, die in unserem Körper vorhanden sind. Das sind eben beispielsweise unsere Neurotransmitter, Glutamat oder GABA oder auch Serotonin, Dopamin, all diese Stoffe.
Oder wir haben exogene Liganden, das wären beispielsweise Medikamente oder Drogen, die ich von außen zugebe, die hier eine Öffnung oder Schließung bewirken. Wenn wir also da beispielsweise an Nikotin denken oder Opiate, Muskarin, das ist das Gift aus dem Fliegenpilz, oder Cannabinoid, also Cannabis, das sind all solche exogenen Liganden, die hier diese Öffnung von solchen Ionenkanälen bewirken können. Diese Liganden, die können wir auch nochmal unterteilen in reversible und irreversible Agonisten oder Antagonisten. Reversible, das bedeutet, das sind Liganden, die binden an den Ionenkanal und die können dann auch wieder entfernt werden. Also die sind nur eine kurzzeitige, eine temporäre Veränderung. Auf der anderen Seite haben wir auch irreversible Liganden, die binden an den Ionenkanal, bewirken beispielsweise die Öffnung und dann bekomme ich diesen irreversiblen Agonisten oder Antagonisten auch nicht mehr weg. Also ich kann dann die Struktur von diesem Ionenkanal nicht mehr verändern. Der bleibt also in seiner Struktur vorhanden. Also beispielsweise ein irreversibler Antagonist würde dazu führen, dass sich ein Ionenkanal dauerhaft schließt und diesen Ionenkanal, den bekomme ich dann auch nicht mehr auf. Der ist dann weiterhin geschlossen. Diese Liganden, die können auch in Kombination auftreten. Also es gibt auch Ionenkanäle, die öffnen sich nur in Kombination von zwei oder mehreren Liganden, die gleichzeitig vorhanden sind. Also wir haben da beispielsweise einen endogenen Liganden, der würde eigentlich eine Öffnung bewirken. Und dann haben wir noch einen exogenen Modulator, der verändert dann die Wahrscheinlichkeit oder die Stärke oder die Geschwindigkeit, mit der so ein Ionenkanal aufgeht. Also es ist ein ganz komplexes Zusammenspiel von mehreren Stoffen. Schauen wir uns dann nochmal genau an, wie eigentlich diese spannungsabhängigen Ionenkanäle funktionieren. Diese spannungsabhängigen Ionenkanäle, ich hatte es schon gesagt, die haben im Ruhezustand bei unserem Ruhemembranpotenzial außen positiv, innen negativ eine ganz bestimmte Konfiguration, sind also beispielsweise geschlossen. Schauen wir uns beispielsweise unseren spannungsabhängigen Natriumkanal. Unser spannungsabhängiger Natriumkanal, der ist im Ruhezustand, bei unserem Ruhemembranpotenzial ist der geschlossen. Und wenn ich jetzt das Ruhemembranpotenzial ins Positive verschiebe, dann verändert sich die Struktur. Also hier haben wir jetzt nicht mehr, wenn ich unser Membranpotenzial ins Positive verschiebe, dann habe ich eben jetzt im Inneren der Zelle eine positive Ladung, im Äußeren der Zelle eine negative Ladung. Das führt dazu, dass unser Ionenkanal aufgeht. Und unser Natriumkanal, der bleibt jetzt nicht dauerhaft offen, solange diese Potentialveränderung anhält, sondern diese Strukturveränderung, die ist nur von kurzer Dauer, die geht also kurz auf und geht dann gleich wieder zu, obwohl sich dieses Potential nicht verändert hat. Also wir sind immer noch bei einem positiven Potential, aber trotzdem ist unser Natriumkanal jetzt wieder zugegangen. Bei unserem Calciumkanal, auch das ist ein spannungsabhängiger Ionenkanal, führt beispielsweise eine Potentialveränderung zu einer Öffnung von unserem Calciumkanal. Dann kann hier Calcium einströmen und dieses Calcium bindet jetzt an unseren Ionenkanal und das führt dann zu einer Schließung. Also wir haben hier zwei Mechanismen, wie wir unsere spannungsabhängigen Ionenkanäle wieder deaktivieren können. Das eine ist die reine Ermüdung, also einfach nach einer gewissen Zeit geht unser Ionenkanal wieder zu, oder eine bindungsabhängige Schließung, wie wir es hier beim Calcium-Ionenkanal haben, da bewirkt das einströmende Calcium durch eine Bindung an ein Calmodulin-Molekül, dass hier unser Ionenkanal sich wieder schließt. Abgesehen von diesem passiven Ionentransport durch unsere Ionenkanäle hindurch, haben wir auch einen aktiven Ionentransport durch die sogenannten Pumpmechanismen. Diese Pumpmechanismen, das sind auch wieder Proteine, dreidimensional gefaltete Proteine, deren Struktur sich verändert durch eine Phosphorbindung. Also beispielsweise hier
unsere Natrium-Kalium-Pumpe, diese Veränderung in der Struktur an dieser Natrium-Kalium-Pumpe, die ist energieaufwendig. Hier muss also ATP ein Phosphat abspalten. Dieses Phosphat bindet dann an hier an unser dreidimensionales Protein und dieses dreidimensionale Protein verändert sich hier. Also unser ATP, unser Adenosintriphosphat, wird hier zu ADP, Adenosindiphosphat. Also hier verliert ATP ein Phosphat. Diese Strukturveränderung führt dann dazu, dass hier durch diese Pumpe, durch diese Natrium-Kalium-Pumpe, Ionen gepumpt werden. Also unsere geladenen Teilchen, unsere Ionen können an ganz bestimmte Bindungsstellen an dieser Natrium-Kalium-Pumpe binden. Wir hatten es ja schon kennengelernt, dass diese Proteine, also diese Strukturproteine in der Zellmembran, ganz bestimmte Bindungsstellen haben. Die sind ja auch geladen. Und hier beispielsweise unser positiv geladenes Natrium kann an drei Stellen an diese Kaliumpumpe binden. Unser positiv geladenes Kalium kann nur an zwei Bindungsstellen binden. Jetzt hat also hier Natrium und Kalium an diese Pumpe gebunden. Dann wird ein Phosphat an diese Natrium-Kalium-Pumpe angelegt. Dazu kommt es zu einer Strukturveränderung und hier unser Natrium und Kalium wird hier bewegt. Das heißt, dieses Natrium und Kalium wird hier durch das Zellinnere und Äußere aktiv hindurch gepumpt, hindurch bewegt. Diese Transportrichtung dabei ist eben spezifisch für ganz bestimmte Ionen, also diese Bindung an ganz bestimmte Bindungsstellen an dieser Natrium-Kalium-Pumpe, die ist für die Ionen spezifisch. Natrium kann hier also vom Inneren der Zelle ins Äußere transportiert werden, Kalium vom Äußeren der Zelle ins Innere der Zelle, aber hier können eben immer mehrere Ionen gleichzeitig transportiert werden, also es muss nicht mehr gewartet werden, bis das Natrium weg ist, dass das Kalium rein kann, sondern das geht tatsächlich gleichzeitig. Fassen wir also diesen ersten Teil der Vorlesung nochmal zusammen. Wir haben eine Zellmembran, diese Zellmembran ist eine semipermeable Membran, die ist also nicht durchlässig für alle Stoffe. Wir haben hier also, die ist eigentlich nicht durchlässig für den Großteil der geladenen Teilchen, der Großteil der Ionen. Um diese Ionen hier auszutauschen zwischen dem Inneren und der Äußeren der Zelle, brauchen wir Übertragungsmechanismen. Und wir haben diese Übertragungsmechanismen, die existieren in einer passiven oder in einer aktiven Form. Zu der passiven Transport, da gehören die Ionenkanäle, also einfach Öffnungen in der Zellmembran, durch die Ionen hindurch wandern können. Und zu den aktiven Transportmechanismen, da gehören die Pumpmechanismen, die tatsächlich energieaufwendig zu einer Strukturveränderung, wo es eben energieaufwendig zu einer Strukturveränderung kommt, die eben dann hier diese Ionen durch die Zellmembran hindurch transportieren.